Willkommen zurück bei Life is Strange Before the Storm, Episode 2, Folge 3. Mal wieder geht mein Controller nicht. So, da geht er wieder. Was ist denn da eigentlich los mit dem Spiel? Wir haben die Batterie gesammelt. Wir können die Batterie auch einbauen. Was passiert als nächstes? Kurzschluss? Brand? Feuer? Falsch mal angeschlossene Batterie? Ja. Nochmal versuchen. Nehmen wir einfach mal random irgendeine Reihenfolge. Sind da nur zwei Kabel? Da kann es ja nur zwei Optionen geben. Oh, die freut sich aber. Die Karre geht doch garantiert nicht an. Schlüssel? Ah, da ist ein Schraubenzieher. Das geht auch. Tada! Cool, die Federung klappt. Hast du erwartet, Mädel? Natürlich nicht. Tank leer, vielleicht. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Wir haben eine Nachricht von die Rachel. Chloe Price. Ich bin nicht scheiße. Bist du absolut nicht? Laut meiner Mutter schon. Weiß nicht, ob ich es vertrage, heute nach Hause zu gehen. Noch da? Ich hol was von zu Hause und sehe dich am Schrottplatz. Ich sehe dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. Kann ich auch nicht mit Tastatur scrollen? Ich versuche mal mit der Maus. Ach, mit Maus kann ich scrollen. Ist ja witzig. Das sind aber alles ganz. Oh Gott, das sind alte Texte, oder? Ja, das sind die alten. 5., 8., okay. Ja, das sind die alten. Jupp, oder? Warte mal, jetzt kommen wir nach ganz oben. Was ist viel Text? 8., 8., alles noch am 8. geschrieben. Das sind keine alten. Ich hab's ins Haus geschafft, ohne dass meine Eltern etwas gemerkt haben. Super, du wurdest zu Spionen geboren. Springst aus Zügen, unseren Scheiß. Oh Mann, wir würden so ein tolles Team abgeben. Kein feindliches Fernglas wäre je wieder vor dir sicher. Ha, währenddessen bist du undercover als Bewusstlose. Lol, heute war unvergesslich. Einiges davon war scheiße. Ja, weißt du, was nicht scheiße ist? Was? Du. Du bist auch nicht scheiße. Ich weiß. Wir sollten besser schlafen gehen, müssen morgen Wells sehen. Ja, mein Fehler. War's wert? Wells ist scheiße. Das Treffen war echt das Letzte. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du. Okay, das kennen wir. Wir können also doch nach oben scrollen. Müssen wir uns für die nächsten Nachrichten merken. Oh, die Mutter hat geschrieben. Dann gucken wir ja auch noch mal kurz, was da geschrieben wurde. Rauf. Das wurde alles am 7. geschrieben. Sind das jetzt die Alten? Das sind die Alten, ne? Nee, okay. Doch noch nicht. Ah, das sind die gestern Abend, okay. Ist die Mutter uns zu Abend? Nein, danke. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Chloe, bist du zur Sperrstunde zurück zu Hause? Das wird Konsequenzen haben. Mir gefällt nicht, wie wir die Dinge belassen haben. Wir reden heute Abend weiter. Perfekt. War das ein sarkastisches Perfekt? Nein. Deine Schule hat angerufen. Ich denke, du weißt warum. Wir haben morgen einen Termin mit Dr. Wells. Du musst dich besser verhalten. Chloe. Chloe Elizabeth Price. Du kannst mich ignorieren, aber wenn du nach Hause kommst, knallt es. Chloe, hast du von dem Feuer gehört? Bitte melde dich, damit du mir keine Sorgen machen musst. Chloe, geht es dir gut? Chloe, bitte. Mir geht's gut. Gott sei Dank. Sei bis zur Absperrung wieder hier. Wir haben morgen früh einen Termin. Chloe. Schon wieder Chloe? Wirklich? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Chloe, David versucht, das zu tun, was er für das Beste hält. Er ist so ein Idiot. Es gefiel mir nicht, dass er dir gesagt hat, du sollst deine Taschen lernen, aber dann hattest du Gras, oder? Weil es klasse ist. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Es reimt sich mit... Was? Flawless? Es reimt sich mit Flawless Flavid. Okay, das ist wahrscheinlich ein Besetzungsfehler oder Besetzungsschwierigkeit, dass der Reim im Deutschen nicht klappt. Chloe, kannst du David mal für eine Sekunde vergessen? Denk an mich. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe, okay?
Vielleicht brauche ich meine Tochter zurück. Eieieiei, das ist nicht gut, was hier so passiert. I know someone who would be very happy here. Der singende Mann kommt dahin. Uff da. Uff, uff. You can hang here, but I get to pick the tunes. Okay? Good talk. Das ist ein Deal. Ja, was haben wir da? Rostiger Boden? While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Könnte helfen, aber wir haben noch nichts dafür. Probably a good idea to cover over this with something. Ich hatte doch schon ein paar Sachen gefunden, die man dafür benutzen kann. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. Oh. Haha. Maybe there's another light bulb I can put in here. Das haben wir alle schon gefunden, die wir hier brauchen, die Sachen. Hab ich doch alle schon gesehen. Okay. Warum? Let's see what else this trash heap has to offer. Warum lässt mich das Spiel die Sachen nicht mitnehmen? Okay, alles klar. So, wir brauchen was für den Boden, wir brauchen eine Lampe für die Decke und wir brauchen etwas Stoff für den Sitz. Der Kopf ist ungeeignet. Das Schild ist zu groß. Da war auch nichts. Das Schild ist zu groß, ne? Ja, das ist zu groß. So, da ist das Stoffstück. Das nehmen wir. This could cover that torn seat and look awesome doing it. So, dankeschön für das Tuch rein. So. Jetzt brauchen wir noch die Birne. Die war irgendwo hinter dem Auto, ne? Oder? Ne, hier war die. You might not work. Then again, I hardly ever work. Hat sie direkt rotes Licht im Auto? Jawohl. Hm. So, und da wir uns umgeschaut haben, fehlt uns nur noch ein Schild oder irgendein Blech oder was. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo wir ein Schild hatten, das wir benutzen können. Der polizeiliche Hinweis. Platzdecke? Nein, die geht nicht. Wo hatten wir ein Schild oder... Ah, die Fußmatte. Na klar. You should cover that life-endangering floor hole quite nicely. Welcome. Und damit bist du auch herzlich willkommen, liebe Fußmatte. Du wirst gleich direkt eingesetzt. Schnell. Was ist eigentlich für eine Linie? Warum? Warum ist hier überhaupt eine Leine gespannt? Wohnt hier jemand? Ist das eine Wäscheleine oder irgendwas? Ah, oh, okay. Ich konnte gerade nicht mehr rennen. Better head back to the truck. Ich bin doch schon da, Madame. Ganz ruhig. So, wir können den Boden covern. Ja, wunderbar. You're welcome, truck. Wir können jetzt reparieren. Oder was ist reparieren? Wir können eine Decke drüber legen. Das reicht uns. Reparieren müssen wir gar nicht. Ja, nice. Sieht cool aus. Hope my passengers enjoy the smell of sea salt and junkyard. Ich glaube, das Auto stinkt generell ein bisschen, also ist das egal. Maybe there's another light bulb I can put in here. Die haben wir doch schon. Schwupp, 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 Rotlicht aktiviert. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive. Which seems questionable. Was ist eigentlich Anne Bonny? Still, how sweet would that be? Und wieder das Handy. Wie viele Nachrichten bekommt die denn? Yeah. Bryce, it's Frank. Oh, hey Frank, what's up? Yeah, just checking in to see how you're doing.
Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about... Oh, like... drugs? Price. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? Ist alles cool? Wegwerf-Handy? After you hang up, are you going to smash your phone? Like, in the movies? And if so, can I smash it? Trust me, Price. If I ever have to smash anything, you'll want nothing to do with it. I'll see you. Woohoo! Dangerous. Time for a hard-earned smoke break. Geil, wir können auch. The inaugural truck tag. Graffiti in den Truck. You only get one chance to make a first expression. Mystisch oder beängstigend? Mystisch. Was wird es jetzt? Ach, geil. The eye sees all. Sehr geil. Tell me if we're ever really getting out of Arcadia Bay, all-seeing eye. Does your truck look like an aquarium on wheels? Didn't think so. Wir haben Rotlicht. Woo. Does Principal Wells eat pizza with a fork and knife? I knew there was something off about that guy. Wackelköpfe sind geil. Fixing the truck was hard work. Time to kick back. Oh, ich hab sie nicht ausreden lassen. Shut up. Oh, die Batterie funktioniert. Licht ist an. Daran kann es nicht liegen, dass die Karre nicht fährt. Es brennt ja immer noch. Und zwar richtig krass. Und die chillen da einfach alle rum? Ich dachte, das Feuer wäre schon längst aus. Beim Rauchen einschlafen. Not so smart, Miss Price. Not so smart. Okay, sie träumt. Shit. I slept all day. What the hell? Ich dachte, ihr... Mariana wäre leer. Was ist denn los? Oh nein. Was ist das für ein abgefahrener Traum jetzt? Krass. Da ist der Rabe wieder. What the hell? Ihr Vater. Ihr Vater grillt Marshmallows an seinem kaputten Auto. Dieses Spiel. Das ist makaber. Das ist richtig makaber. I wonder if it burned like this the day
the day it happened. I miss him so much. Do I feel like roasting a marshmallow? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst davor, mit ihm zu reden. Do I even like marshmallows? Uff, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Boah, es ist ganz schön creepy, ey. Das ist mega creepy. Ich weiß nicht, was jetzt gleich passiert. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. Oh, ich ahne Schlimmes. But sometimes there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Walter! Of getting burned. Oh, scheiße. Dieses Spiel. Oh. In der Pause, schau mal auf Discord. Jo, mach ich. In der Pause. Boah, dieses Spiel. Krasser Shit, ey. Die Frau hat lebhafte Träume. Hallo, Miss Price. Bitte aufwachen. Guten Tag. Ach, Rachel. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. Oh ja. Und wir haben eine neue Quest auf der Hand. So, are you gonna invite me in? Or what? I don't know. I'm not supposed to give rides to strangers. What if I promise you free candy? Ooh. Hop in. Da bin ich dabei. Free candy. Der hat ja Sachen gepackt. Rachel, warum hast du Sachen gepackt? Ich glaube, sie will abhauen. Damn, you've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. A rainbow towel? A freaky red light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Always thinking ahead. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already.
Like, for us to run away? Oh, I guess I wasn't thinking about it that way. Are you getting cold feet? I thought you were all bye-bye Arcadia Bay last night. I still am, I guess. You guess? It's not so easy. This truck doesn't even start, and we don't have any money. We can figure all of that out. I have no doubt. Besides, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually expelled you. Why not? No reason to prolong the inevitable. It's definitely Blackwell's loss. You covering for me was amazing. To cover for me, too. Tried and failed. I guess we know who the better liar is. Or maybe my lie was the one he wanted to believe. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But now you're in on it too. Accessory after the fact. Unless you tell on me, of course. I'm no snitch. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Gegenseitige Therapie. Perfekt. Well, Doc. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. How do I stop him? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. Resistance is futile. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Stiefdummkopf, Stiefwichser, Stiefdödel. Stiefdödel wurde der Nickname, glaube ich, oder? He's a skeptic, because he's overly sensitive and he thinks he's way more important than he is. Also, he's a dick. Poetic. May I also suggest stepladder? Stepladder. Why stepladder? Because he climbs on your mom every night. Wow. And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit fucking nutso last night. What do I do? This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Someone who is also, may I add, a knockout in the looks department. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to break into a viewfinder? How not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. Totally. I've been booted from school, and I'm not entirely sure what to do about it. You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No. I mean how to express my feelings of intense joy. Uh-huh. Do you think you might be taking this a little too well? Maybe. You tell me. I'd say I'm exceptionally well-adjusted.
I'd bet my therapist's license that no one's ever called you that before. Touché, Doc. That was actually somewhat therapeutic. Jetzt ist Rachel dran. Thank you. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. It sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... Ugh, I don't know. Can we talk about something else? Of course. Tja, wenn das perfekte Leben bröckelt, dann tut's meistens umso mehr weh, wenn in einem kaputten Leben noch mehr kaputt geht. Ah, das ist nur eine Schippe mehr. Holz, Feuer, Truck? Ja, Truck macht am meisten Spaß. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Upshot, I'm closer to becoming a car thief. That's pretty badass. Ja, das war jetzt aber noch nicht so viel. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? Indem du nicht immer das tust, was andere von dir wollen, sondern mal deine eigene Meinung zeigst, was du ja gerade letzte Nacht getan hast. You just need someone around who likes you for who you are and isn't afraid to call bullshit when needed. Let me know if you find any candidates for the job. Hallo, hier. Guten Tag. Shit, it's time for the play. As if my life didn't have enough drama in it. Good luck. You know you're never supposed to tell an actor good luck before a show? It's bad luck. How is telling someone good luck bad luck? You're supposed to say, break a leg. That's dumb. Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Just you and me. Something criminal? Criminally fun. I'm in. Wait, you forgot your bag. Nee, hat's nicht. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Klamotten für sie waren das, gar nicht für Rachel. Ach, ich ahne aber auch schon Schlimmes, was in diesem Spiel noch passiert. Wenn man den ersten Teil kennt, kann man vielleicht ein paar Dinge erahnen. Yo! Tatsache, das ist die Hütte. Und jetzt beziehen wir sie. Hello, Junk Shack. Was haben wir da drin in der Tasche? Mackie! Time to check out Rachel Amber's mystery bag. Nein, erst gucken wir. Nein, ich will wissen, was Mikey geschrieben hat. Mackie. Ja, da geht's. Genau, stimmt. Mackie. Steph sagt, du bist. Alles was Neues hier? Tut mir leid, wegen Drew. Nicht deine Schuld. Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch, nur die meiste Zeit. Vergiss es. Auf, ich habe gehört, du wurdest verwiesen. Tut mir leid. Ja, ich habe nur eins gegen Worlds gewürfelt. Verstehst du? Steph sagt, du bist ein Nerd. Eingenerdet. Das macht die Tante nur noch besser. Erstmal gucken wir hier noch rum. Wandteppich aufhängen. Oh,
warum liegt da ein perfekt zusammengefalteter Wandteppich? Why the hell? Krass, geil. It's time to talk about the elephant in the room. This elephant fucking rules. Du, die Musik gibt mir mal wieder ein bisschen die Werbung versauen, aber das ist scheißegal. Graffiti. Conan Wall, da haben wir gar nicht gezeichnet. Eine Canyon Wall. Chloe Wall hier. Ah, wow. It's important to mark my territory for all future Junk Shack visitors. So, das Schild kommen wir auch nochmal. Aufstellen. Wrong way. Cutting Edge and Junkyard Security Technology. So ist es. So, was auch immer in dieser Tasche ist, das sehen wir dann beim nächsten Mal bei Life is Strange. Muss dann sag ich. This place is the shit. Ja? It's like my junk fortress of solitude. Nicht den Kopf verlieren im Junk Fortress. Bis zum nächsten Mal.